Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir mein MIDI-Mockup des Stücks Final Ascent von Hans Zimmer vorstellen. Im Original untermalt das Musikstück den dramatischen Höhepunkt von No Time to Die, dem letzten James-Bond-Film. Im Film ist das ein sehr bewegender Moment und ich finde, die Musik bringt in der Szene wahnsinnig viele verschiedene Emotionen gleichzeitig zum Ausdruck. Der Film und besonders diese eine Filmszene sind sehr zu empfehlen. Bevor ich zur Musik komme, noch ein paar Gedanken, warum ich solche MIDI-Mockups überhaupt mache. In erster Linie, weil es mir Spaß macht. Außerdem sehe ich das als gute Übung für eigene Kompositionen an. Ich lerne dadurch nämlich eigentlich jedes Mal etwas Neues, was ich dann in mein eigenes Skill-Repertoire aufnehmen kann. Darüber hinaus lerne ich dadurch meine VST-Instrumente besser kennen, weil ich versuche, den bestmöglichen Klang hinzubekommen. Dabei kann ich eins aber gleich vorwegnehmen, mein MIDI-Mockup wird nicht so gut klingen wie das Original, einfach weil ich nicht Hans Zimmer bin und ich nicht in seinem Studio sitze und ich auch kein Live-Orchester zur Hand habe. Bei diesen MIDI-Mockups geht es aber auch nicht darum, das Original 1:1 zu kopieren, sondern einfach nur darum, mit den Mitteln, die man hat, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Wie gehe ich vor bei der Erstellung eines solchen MIDI-Mockups? Naja, der erste Schritt ist erstmal die Musiknoten zum Stück zu finden. Grundlage für dieses MIDI-Mockup waren die Musiknoten, die ich bei Mitchell Groves auf dem Kanal gefunden habe. Die Darstellung der Noten ist perfekt, alles ist vollständig und es war relativ einfach, hier direkt aus dem Video die Noten zu entnehmen. Ich packe den Link zu diesem Video unten in die Videobeschreibung. Was auffällt bei diesen Noten, ist, dass die Dynamik eigentlich das ganze Stück hindurch von Anfang bis Ende jeweils über zwei Takte hinweg ansteigt und wieder abfällt. Das ist hier so bei den Bläsern, das ist hier unten bei den Streichern oder hier auch beim Synthesizer. Also immer von leise zu laut und dann wieder zu leise und so weiter bis zum Schluss durch. Das lässt sich in der DAW dann relativ einfach darstellen und realisieren. Das sieht dann bei mir so aus, dass ich hier im Beispiel der Celli die Modulation, die Expression und hier unten auch noch Vibrato jeweils ansteigen lasse und im zweiten Takt wieder abfallen lasse. Und das zieht sich eigentlich durch bis ganz zum Schluss. Und so kommt man zumindest im Bereich der MIDI-Controller relativ schnell voran. Das mit der Automation muss man sich natürlich immer im Kontext anhören. Es reicht nicht, das einmal einzuzeichnen und dann passt das schon, sondern man muss eigentlich immer wieder durchhören, da anpassen, hier wieder fein justieren. Und das Ganze passiert eigentlich von Anfang bis Ende mehrfach. Und ich glaube, ich habe hier bestimmt jede Kurve mindestens 20 Mal nochmal überarbeitet oder abgeändert. Und im Fall der tiefen Streicher hört sich das bei mir dann so an. Wenn ein Instrument eine Melodie spielt, dann passe ich die Automationsdaten entsprechend dieser Melodie an. Hier sehe ich jeweils diese zwei Noten als Einheit und deswegen ist die Automation auch nur einen Takt lang. Sie steigt einen Schlag an und fällt dann drei Schläge lang ab und das gleiche dann für die nächsten Noten. Hier habe ich also die Automation nicht einen Takt ansteigen und einen Takt abfallen lassen, sondern das Ganze eben auf die Melodie angepasst. Bevor ich noch tiefer in die Instrumentierung und den Aufbau einsteige, noch ein paar Gedanken zum Tempo. Da das Originalstück ja schon existiert, kann ich mich hinsichtlich des Tempos am Originalstück orientieren. Und da ist es so, dass der erste Part mit 62 BPM angegeben ist, der zweite Part mit 60 BPM und dann später geht es über in 56 BPM. Was man jetzt allerdings hier in meinem Fall sieht, ist, dass das Tempo sich immer wieder leicht ändert. Hier in der Seite sieht man die Übersicht. Ich starte mit 62, werde dann mal etwas schneller, dann mal etwas langsamer, wieder schneller, wieder langsamer. Warum mache ich das Ganze? Nun ja, wenn ein Stück von einem Orchester gespielt wird, dann hat man auch nicht
nicht dieses perfekte robotische Tempo, sondern man hat leichte Variationen drin und genau das versuche ich hier eben darzustellen. Manche Noten werden dann länger gehalten, kürzer gehalten, je nachdem, wo man eben einen Akzent setzen möchte. Und das zieht sich dann eben durch bis zum Schluss, dass ich immer wieder verschiedene Tempowechsel drin habe. Die Musik lässt sich in verschiedene Abschnitte und Elemente unterteilen. In den ersten 9 Takten spielt lediglich ein Solocello, die Violinen und ein Synthesizer. Als Violinen verwende ich die ersten Violinen aus BBC Symphony Orchestra Core. Die spielen einfach nur ein E4 und als Artikulation verwende ich das Long Flautando. Anstatt eines Synthesizers verwende ich ein Pad aus Albion One und das nennt sich CHX Beautiful Reflective Pad. Das kommt für mich dem Originalklang einfach am nähersten bzw. gefällt mir am besten. Das wird dann 9 Takte lang gehalten und ab Takt 2 setzt dann ein Cello ein. Hierfür verwende ich das Intimate Legato Cello von Sonic Cinema. Ab Takt 10 setzen dann weitere Streicher ein, insbesondere Violas, Violoncelli und Kontrabässe, darüber hinaus Posaunen und ein pulsierender Synthesizer. Als Synthesizer verwende ich eine Kombination aus einem Subbass, der stammt hier aus Spitfire Audio Labs, und einem Electric Bass und die zusammenspielen einfach nur pulsierende Achtel. Die Besonderheit beim Bass ist, dass ich die Lautstärke genau andersherum automatisiere, als alle anderen Instrumente spielen. Zwar steht in den Noten genau der gleiche Dynamikwechsel, nämlich von leise zu laut über einen Takt und dann von laut zu leise wieder über den anderen Takt. Allerdings finde ich, im Kontext hört sich das etwas besser an, wenn sich die Lautstärke bei diesem Bass eben genau entgegengesetzt verhält. Zusätzlich spielt noch ein Subbass liegende Töne und das Ganze ist einfach nur eine Sine Wave. Für die Streicher verwende ich zum einen die Strings aus BBC Symphony Orchestra Core und nach 8 Takten dopple ich die Streicher vom BBCSO mit den Spitfire Chamber Strings. Darüber spielen dann die Brass mit Long aus Albion One. In Takt 26 kommt dann noch ein Horn dazu. Hierfür verwende ich wieder BBC SO. Dann gibt es auch noch einen Part für eine Bassflöte. Allerdings verwende ich hier das Bassoon oder eben ein Fagott aus BBC SO, einfach weil es mir besser gefällt.
In Takt 34 setzen dann noch die zweiten Violinen ein, in Takt 42 die ersten Violinen. Hier habe ich wieder die Strings aus BBCSO verwendet. Die ersten Violinen habe ich dabei allerdings mit den Long Strings aus LBN1 gedoppelt und die zweiten Violinen habe ich wieder mit den Chamber Strings gedoppelt. Auch das Solo-Cello hat wieder einen Einsatz, und zwar von Takt 26 bis Ende Takt 41. Wenn dann in Abschnitt 2 alle Instrumente spielen, hört sich das so an. Der dritte Abschnitt startet mit einer Art Break, wo für 8 Takte lediglich ein cinematisches Piano zu hören ist und darunter spielen tiefe Bässe. Als Piano verwende ich das Noir von Native Instruments und auf dem Klavier liegt ein Reverb, der dem Ganzen diesen cinematischen Klang verleiht. Im Bass spielen die Kontrabässe und der Subbass und außerdem haben wir auch wieder diese hohen Strings oder die hohen Violinen dabei, die auch schon zu Beginn zu hören waren. Das Piano spielt nach diesen 8 Takten dann weiter und setzt immer so einzelne Akzente. Parallel dazu setzen alle anderen Instrumente wieder mit ein. Wir haben einmal die Brass bzw. die Posaunen. Wir haben wieder diesen pulsierenden Bass, die Kontrabässe. Bevor die Streicher einsetzen, hört man nochmal kurz dieses Solo-Cello. Was jetzt nochmal neu dazu kommt, ist ein zweites Horn, das aber genau das gleiche spielt wie das erste Horn. Zusätzlich kommen noch so perkussive Elemente wie ein Swell von einer Bassdrum. Oder ein Swell von einem Tamtam. Ganz besonders interessant wird es bei den Streichern, die zum Ende hin immer lauter, immer epischer, immer mehr werden. Und das Ganze habe ich realisiert, indem ich die Streicher zum einen layer mit anderen String Libraries, aber auch indem ich die Streicher zum Schluss raus mit Solo Strings dopple. Hierfür verwende ich die Solo Strings von Spitfire Audio. Thank you.
letzten Akkord setzen dann zusätzlich zu den zwei Hörnern noch vier weitere Hörner ein und drei Trompeten. Um den Effekt, dass das Ende immer lauter wird, noch zu verstärken, habe ich im Stereo-Out auch noch eine Lautstärke-Automation eingefügt. Und da ist es so, dass ab dem Break von minus 2 dB bis zum Ende auf 0 dB angehoben wird. Das ist zwar nur minimal, aber ja, ich finde, man hört und merkt es einfach, dass zum Ende hin alles immer lauter, immer brachialer und epischer wird. Genauso setze ich eine Lautstärke-Automation bei einzelnen Instrumenten ein, hier zum Beispiel beim Solo-Cello oder beim Sub-Bass, einfach damit sich die Instrumente insgesamt besser in das Gesamtstück einfügen. So, genug gelabert, jetzt hören wir uns das ganze Stück an. Wenn dir so eine Art von Video gefällt, lass es mich gern per Like oder in den Kommentaren wissen. Und jetzt noch viel Spaß mit dem finalen MIDI-Mockup.